Ja, ich möchte beginnen mit der Situation an der europäischen Außengrenze im Mittelmeer. Wie wir alle wissen, gibt es große Flüchtlingsströme seit vielen Jahren und auch in dem Zusammenhang kommt es zu vielen Todesfällen. Hier eine Statistik vom UNHCR. Man muss aber dazu sagen, dass diese Zahlen sehr konservativ zu bewerten sind. Also in diesen Statistiken stehen nur die Todesfälle drinnen, die Menschen, die gefunden wurden. Also Leute, die vermisst wurden, stehen hier nicht drin. Das heißt, man kann damit rechnen, dass diese Zahlen um Faktor 5, Faktor 10 zu klein sind. Der Grund für diese vielen Todesfälle, speziell im Bereich zwischen der afrikanischen Nordküste, Libyen und Sizilien, Italien, ist unter anderem die Art, wie diese Menschen über das Mittelmeer flüchten wollen. Sie werden in solche Schlauchboote gesetzt. Die sind dann vollgemacht mit mindestens 100 Menschen. Der Rekord war 194 Menschen. Und keines dieser Boote hatte jemals diese Überfahrt geschafft. Zumindest nach meinem Wissensstand hat das nie ein Boot geschafft. Die sind schlecht ausgerüstet, die haben zu wenig Nahrung, zu wenig Flüssigkeit, zu wenig Treibstoff dabei. Also die sind nicht dafür ausgelegt, diese Überfahrt von 300, 400 Kilometern zu schaffen. Und man muss eigentlich sagen, dass die ab dem Moment, wo die losfahren, schon in Seenot sind. Ja, und genau so ein Boot gab es letztes Jahr am Müggelsee in Berlin. Das wurde im Rahmen meines Projektes seetauglich gemacht. Das war ein Originalflüchtlingsboot. Da wurden 127 Menschen 2015 runtergerettet, also da ist niemand drauf gestorben. Und diese Kampagne, diese Aktion hatte zwei Ziele. Das erste Ziel war es, möglichst viele Menschen auf das Boot zu kriegen. Also es war 6 Monate am Müggelsee unterwegs, alle 3 Tage ungefähr, um möglichst vielen Menschen die Situation realer werden zu lassen, wie es einem Menschen im Mittelmeer geht auf so einem Boot. Auch wenn man nur 20 Minuten am Müggelsee damit unterwegs ist, kann man das besser verstehen. Und das zweite Ziel war, Radarsatellitendaten von diesem Boot zu sammeln, um am Ende einen Schiffsdetektor zu entwickeln, um diese Boote dann in echten Daten im Mittelmeer automatisch detektieren zu können und damit die zivile Seenotrettung zu unterstützen. Das ist im Rahmen meiner aktuellen Doktorarbeit das Ziel und diese Arbeit ist eingebettet in einen größeren Plan, in eine Vision, die aus diesen 3 Schritten hier besteht. Die Situation im Mittelmeer sollte von einer supranationalen Organisation als humanitäres Desaster definiert werden und das würde die Grundlage für eine Charta schaffen und diese Charta würde wiederum ermöglichen, Satellitendaten in guter räumlicher und zeitlicher Auflösung zu sammeln, um dann diese Daten automatisch auswerten zu lassen. Diese Auswertung sollte eben das Ergebnis meiner Arbeit werden, um diese Detektionen dann in Echtzeit in einem Kartenwebdienst zu veröffentlichen für spezielle Anwender, für die zivile Seenotrettung, für Ärzte ohne Grenzen, für Leute, die im Mittelmeer unterwegs sind und die Leute retten, um das Sterben dort in unserem Namen beenden zu können. Jo. Okay. Vielen Dank.